zum Tagesordnungspunkt 11.16, Einrichtung einer unabhängigen Ombudsstelle beim Jobcenter Dresden, interfraktioneller Antrag. Wer stellt ihn vor? Bitte schön, Herr Schmelig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen die Nöte und Sorgen der Menschen ernst nehmen. Wir brauchen eine neue Kultur des Zuhörens. Ja, das sind Worte, die in letzter Zeit glücklicherweise fallen. Und man denkt so, dass von Verwaltungshandeln oder von Intransparenz erst jetzt so die Menschen, ich sag mal, die Nase voll haben. Für eine Gruppe, nämlich von etwa 50.000 Dresdnerinnen und Dresdner, die in Bedarfsgemeinschaften in dieser Stadt leben, ist mit Einführung der Hartz-IV-Gesetze vieles kompliziert geworden. Diese Gesetze sind weder sozial in vielen Bereichen, noch sind sie transparent. Das ändert an dem Umstand nichts. Das Ergebnis, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist eine wachsende Anzahl, eine Flut von Widersprüchen und Klagen. Auch wenn jetzt im Moment deshalb, weil im Bereich der Kosten der Unterkunft und wir mit dem vorhandenen schlüssigen Konzept ein Teil der Konflikte zumindest etwas stärker in dem Griff haben, ein wenig es abebbt, sind es trotzdem noch, gerade in Dresden, viele, die ihre einzige Chance sehen, zu ihrem Recht zu kommen, den Weg zum Sozialgericht zu gehen. Die Beratungsstellen der freien Träger bemühen sich zu helfen. Rechtsanwälten beschert dieser Umstand ein gutes Auskommen. Das gönne ich Ihnen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein sozialer Rechtsstaat hat nicht nur seinen Bürgerinnen und Bürgern Rechtswege aufzuzeigen. Ein sozialer Rechtsstaat muss den Versuch unternehmen, Probleme, bevor sie zu Gericht gehen, in den Griff zu bekommen. Die heute hier zu beschließende Ombudsstelle wird dazu einen Beitrag leisten. Es wird auch ein Modell werden, ein Modell, das es in dieser Form in der Bundesrepublik Deutschland so noch nicht gibt. Und das hat natürlich logischerweise auch dazu geführt, dass die Beratungen dieses Antrages, deren Ergebnis Sie heute als Ersetzungsantrag vorliegen haben, schwierig waren und langwierig waren, weil wir hätten eine Sache machen können. Wir hätten sagen können, wir richten, wie in anderen Städten dies auch passiert ist, diese Ombudsstelle ein und dann schauen wir mal, wie die so klarkommt mit den Strukturen des Jobcenters, also damit im Grunde genommen auch mit den Partnern Bundesanstalt für Arbeit. Uns war es aber wichtig, von vornherein diese Ombudsstelle als integralen Bestandteil des Konfliktmanagements dieses Jobcenters zu betrachten. Und da kann man sich vorstellen, dass wenn man in eine Struktur etwas Neues einführt, dass es auch Widerstände gibt. Diese Widerstände, die durchaus vorhanden waren, haben wir in langwierigen Diskussionsprozessen ohne konstruktive Beteiligung dieser Seite des Hauses ausgeräumt. Wir waren froh darüber, dass dieser Prozess, Herr Vogel, was Sie alles so als Unverschämtheit bezeichnen, Ihr Agieren in dieser Frage könnte ich mit den gleichen Attributen belegen. Es muss jetzt aber nicht sein, weil es uns nicht darum geht, mit Ihnen hier zu schimpfen. Weil wir werden hier eine sozialpolitisch entscheidende Weichenstellung in dieser Stadt, ja, eine entscheidende Weichenstellung hinbekommen, die, und zwar in Zusammenwirken mit eben der Bundesanstalt für Arbeit, der Landeshauptstadt Dresden und dem Jobcenter passieren wird. Und deshalb war es uns besonders wichtig, dass diese Stelle zwar unabhängig arbeiten kann, aber natürlich nicht Doppelstrukturen schafft im Bereich des Konfliktmanagements. Sie wissen, wenn Sie sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, dass es das sogenannte Kundenreaktionsmanagement beim Jobcenter gibt, die sich eben auch mit Konflikten beschäftigen sollen.
die aber nicht direkt erreichbar sind, zum Beispiel auch von den Initiativen und nicht direkt erreichbar sind von den Betroffenen. Uns war es deshalb besonders wichtig, diese Ombudsstelle genau dort anzusiedeln. Und das ist eben jetzt gelungen und das liegt Ihnen in diesem Änderungsantrag vor. Diese Ombudsstelle wird künftig eben als direkter Ansprechpartner in der im Jobcenter tätig werden können. Diese Ombudsstelle wird direkt von den Initiativen und auch von Betroffenen als Anlaufstelle genutzt werden können. Und damit haben wir eine Chance, liebe Kolleginnen und Kollegen, zumindest in einigen Fällen Klagen, die ja häufig sehr viele Jahre, sehr lange Zeit dauern und am Ende eben doch auch für die Klienten und für die Betroffenen glücklich ausgehen, aber eben dann nach 2 Jahren vielleicht ein bisschen etwas abzubauen, die damit verbundenen Kosten, die sowohl der Bund, das Land und auch die Stadt zu zahlen hat, auch in dieser Stelle zu senken. Ich denke, wir werden mit dieser Ombudsstelle ein wichtiges Signal an immerhin fast 50.000 Menschen in dieser Stadt senden, dass ihre Anliegen auch Gehör finden, eben in dieser künftigen Ombudsstelle. Ich bitte Sie deshalb um Zustimmung zu unserem Änderungsantrag. Für die SPD-Fraktion Herr Drews. Herr Drews? Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir verfolgen mit dem Antrag heute zur Einführung einer Ombudsstelle mehrere Ziele. Das erste Ziel ist vom Kollegen Schmählich auch schon sehr treffend beschrieben worden. Es lautet, dass wir die Bearbeitung von Konfliktfällen im Jobcenter verschnellern wollen. Das wollen wir erreichen durch eine personelle Aufstockung, die mit dieser Ombudsstelle verbunden ist. Das bisherige Kundenreaktionsmanagement im Jobcenter besteht bisher aus 2 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dort kommt jetzt noch eine Stelle dazu. Davon erhoffen wir uns natürlich schon, dass im Konfliktfall schneller Lösungen gefunden werden können und auch Widersprüche zügiger bearbeitet werden können, als das bisher der Fall war. Ein zweites Ziel, dem wir uns mit diesem Antrag verschrieben haben, auch das hat der Kollege Schmählich schon genannt, ist das Thema Senkung der Klagen vor den Sozialgerichten durch eine frühzeitigere und schnellere Klärung der Widerspruchsfälle. Das wird Kosteneinsparungen mit sich bringen, das wird auch in der Verträglichkeit dieser ganzen Verfahren für die Betroffenen, was die Dauer angeht, einen wichtigen Beitrag leisten, um dort Probleme zu lösen. Und ein drittes Ziel möchte ich noch nennen, dem wir uns mit diesem Antrag widmen, und das ist eine wesentlich verbesserte Erreichbarkeit des Jobcenters und des Kundenreaktionsmanagements für die Betroffenen selbst. Denn es ist auch geregelt, dass diese Ombudsstelle nicht nur die normalen Aufgaben des Kundenreaktionsmanagements im Jobcenter wahrnehmen soll, sondern auch als direkter Ansprechpartner für Beratungsstellen und Unterstützungsvereine wie Arbeitslosenberatungen dienen soll und es dort eine direkte Durchwahl geben soll, wo man diese Stelle erreichen kann. Jeder, der in dem Bereich Hartz IV unterwegs ist, weiß, dass immer wieder von Betroffenen darüber geklagt wird, dass es sehr schwer ist, Zugang zum Jobcenter zu bekommen, dort jemanden zu erreichen, der tatsächlich zuständig ist, der Probleme aufnehmen kann, Fragen klären kann. Das wird sich mit dieser Stelle verbessern. Denn dadurch, dass die Stelle auch direkt im Jobcenter angesiedelt ist, hat sie auch einen Zugriff auf die IT-Systeme im Jobcenter, kann also im Bedarfsfall, um Fragen zu klären, direkt in die Akte schauen, um die es dort geht und die dort bearbeitet werden soll und so möglichst schnell und möglichst unbürokratisch dazu beitragen, dass Probleme gelöst werden. Ich glaube, wenn wir uns die Tatsache anschauen, dass wir in Dresden auf einem sehr hohen Niveau sind, was Widersprüche und Klagen im Bereich Hartz IV angeht. Auch wenn es in den letzten Jahren zurückgegangen ist, sind wir im bundesweiten Vergleich trotzdem noch auf einem sehr hohen Niveau, Frau Malberg. Das werden auch Sie nicht wegdiskutieren können. Daraus wird, glaube ich, sehr, sehr klar, wo die Notwendigkeit in diesem Bereich liegt. Und deswegen hat die Gestaltungsmehrheit im Sommer 2014 gesagt, wir nehmen uns dieses Problems an, wir kümmern uns dort, hat es in ihre Kooperationsvereinbarung geschrieben. Und heute mit dem Beschluss dieses Antrages machen wir da einen wichtigen Schritt und das im Sinne der Betroffenen. Und deswegen bitte ich um Ihre Zustimmung. FDP, Freie Bürger, Herr Genschmar, wollen Sie? Dann AfD? Dann CDU-Fraktion, Frau Walter.
Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, zuerst mal ein kurzes Wort an Herrn Schmählich. Also Herr Schmählich, wenn Sie über Kultur sprechen, im Umgang miteinander, dann muss ich ehrlich sagen, müsste der Boden sich hier öffnen und dann müssten Sie dorthin versinken, wo Sie uns wahrscheinlich alle hinführen wollen. Am 24.11.2015 mussten wir eine sehr außergewöhnliche Diskussion im Sozialausschuss zu diesem Antrag erleben. Was uns da geboten wurde, das war bodenlos. Es war eine unfähige Sitzungsleitung, es waren Stadträte, Herr Schmählich ganz vorne an, die uns Lügen auftischten, es waren verärgerte Herren Bratzka und Wünsche von die Vertreter der Jobagentur. Was war passiert? Die Stadträte der rot-rot-grünen Fraktion malten uns ein Bild der Harmonie. Sie stellten uns dar, dass zu dem vorgelegten Antrag, nämlich eine Ombudsstelle im Jobcenter einzurichten, Übereinstimmung mit dem Jobcenter erzielt wurde. Die ungläubigen Blicke der anwesenden Vertreter des Jobcenters veranlassten uns, hierzu eine Nachfrage zu stellen, um den Wahrheitsgehalt dieser Aussage zu prüfen. Und siehe da, erwischt. Im Gegensatz zu den Äußerungen der anwesenden linken und grünen Stadträte waren die Vertreter des Jobcenters nämlich konsequent gegen das Installieren derartiger Parallelstrukturen. Im Gegenteil, die Herren waren der Überzeugung, dass dies auch von den Verfassern des Antrages verstanden wurde und angenommen wurde. Aber nein, Herr Wünsche und Herr Pratzka mussten erkennen, dass die Abstimmung, die sie dazu trafen, keinerlei Wert besaßen. Wie auch ist doch der links-rot-grüne Block der Ansicht, dass die Mitarbeiter des Jobcenters unfähig sind, ein lösungsorientiertes und effizientes Kundenmanagement umzusetzen, so jedenfalls der Tenor in ihrem Ursprungsantrag. Doch, meine Damen und Herren, die Realität sieht anders aus als das Gespenst, das Sie an die Wand malen. Die Fakten belegen eine sehr gute Arbeit des Jobcenters, insbesondere im Bereich des Konfliktmanagements. Die Klagen vor dem Sozialgericht wurden in den letzten 2 Jahren halbiert. Ein hervorragendes Ergebnis, das die sehr gute Arbeit des Jobcenters widerspiegelt und welches Sie mit der Begrifflichkeit leicht rückläufig in Ihrem Ursprungsantrag immens herabwürdigen. Was ist also Ihre Zielstellung tatsächlich? Einflussnahme und Ausbreitung in möglichst vielen Institutionen und Strukturen des gesellschaftlichen Lebens. In vielen Bereichen erleben wir derzeit, wie sukzessive die Linke versucht, überall ihre Einflussnahmen auszubreiten. Das, meine Damen und Herren, Mitläufer, ist der Anfang vom Ende der bürgerlichen Freiheit. Konkret zum Thema greifen Sie hier in die Hoheitsrechte der Jobagentur ein, und das können wir nicht unterstützen, werden uns aber enthalten, und zwar aus einem einzigen Grund. Sie hatten noch das bisschen Verstand, sich nach dem Desaster im Ausschuss doch noch mal mit den Vertretern des Jobcenters zusammenzusetzen und zumindest eine gemeinsam tragbare Lösung zu finden. Eine unserer Meinung nach zwar immer noch unnötige, aber immerhin die Hoheit der Jobagentur berücksichtigende Lösung. Eine Bemerkung schicke ich dazu noch ganz besonders in Richtung der Sozialbürgermeisterin. Unser Angebot zur Mitarbeit bezüglich des vorliegenden Antrags, Herr Schmählich hat das ja auch angesprochen, hatten wir am 24.11. formuliert. Das hat die Frau Kaufmann noch am Rande dieser Sitzung uns darauf aufmerksam gemacht, es würde schneller gehen, wenn wir nicht dabei sind. Sie hat sich dann offensichtlich noch mal anders überlegt, hat uns in einem unmöglichen Stil abkommandiert, sehr kurzfristig in ihr Amt. Und ich denke mal, dass dieses Verfahren künftig sich anders organisieren lässt. Meine persönliche Meinung dazu ist, dieses Geld wäre bei der Sanierung der Schulen durchaus besser angelegt. Vielen Dank. Frau Barkow. Ohne den ganzen Saal zu Philosophen machen zu wollen, würde ein wenig mehr Schweigen der Konzentration jetzt in der Endphase wirklich helfen. Frau Barkow, bitte sehr. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Frau Walter, am Anfang wollte ich ja noch konstruktiv auf Ihren Beitrag eingehen. Danach muss ich nur noch schmunzeln zum Schluss. Entschuldigung, aber das war einfach nur unverschämt, entsprach nicht den Tatsachen. Ich möchte hier nochmal klarstellen, wir hatten sehr lange, sehr intensive Beratungen mit verschiedenen Beteiligten und selbstverständlich auch mit Herrn Wünsch und Herrn Pratzka, selbstverständlich mit der Sozialbürgermeisterin, dem Geschäftsbereich.
Und wir haben eine gemeinsame Lösung gefunden. Herr Genschmann war im Übrigen dabei, moderiert von der Sozialbürgermeisterin. Alle Fraktionen waren eingeladen, von der CDU ist niemand gekommen, die Möglichkeit gab's. Und jetzt möchte ich nochmal, naja, alle anderen haben es ja auch geschafft. Und jetzt möchte ich nochmal zu dem Hintergrund des Antrages und der Ombudsstelle und der Notwendigkeit dieser Ombudsstelle generell eingehen. Herr Schmählich hat sehr ausführliche Ausführungen gemacht. Ich möchte es nochmal ganz konkret darstellen. Monatlich gehen in Dresden 800 Widersprüche gegen Bescheide des Jobcenters ein. Das heißt, in 800 Fällen haben die Leistungsberechtigten die ausgehändigten Bescheide als ungerechtfertigt. In ungefähr einem Drittel der Fälle haben sie damit auch recht. Das ist jetzt grundsätzlich auch gar nicht weiter verwunderlich. Die Gesetzeslage im Bereich SGB II, also das zweite Sozialgesetzbuch, ist äußerst komplex, wird am laufenden Band aktualisiert und verändert. Und entsprechend gehen auch bundesweit in allen Jobcentern monatlich hunderte Widersprüche ein. Aber dennoch ist die Zahl in Dresden besonders hoch. Und genau das, diese 800 Widersprüche im Monat, waren der Anlass für uns, hier eine Veränderung, und zwar eine Verbesserung für die Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher, herbeizuführen und eben eine Ombudsstelle zu gründen. Entsprechend wird auch eine ganz zentrale Aufgabe der Ombudsperson sein, zumindest die Möglichkeit für die Leistungsberechtigten zu vergrößern, bei Problemen mit Bescheiden schnell und unbürokratisch zu prüfen, ob Unklarheiten im Vorfeld ausgeräumt werden können und somit ein oftmals langer und beschwerlicher Gang in ein Widerspruchsverfahren verhindert werden kann. Selbstverständlich bleibt das Recht, Widerspruch einzulegen, bestehen. Das ist ja gar keine Frage. Aber gerade für diejenigen, die auf die finanziellen Leistungen des Jobcenters angewiesen sind, stellt ein Widerspruchsverfahren oftmals eine sehr hohe Belastung dar und kann dazu führen, dass die Zahlungen um einige Monate verzögern. Wenn also mit dieser Ombudsstelle auch nur einige wenige solcher Widerspruchsverfahren durch eine Klärung im Vorfeld ausgeräumt werden könnten, wäre das für die Betroffenen schon ein großer Gewinn. Und schließlich wird eine weitere wichtige Aufgabe dieser Ombudsstelle sein, die Dokumentation von sehr häufig auftretenden Problemen. Wie bereits erwähnt, ist die Gesetzgebung im Bereich SGB II extrem komplex, wird ständig überarbeitet, ergänzt, aktualisiert, verändert und somit ist es auch vorprogrammiert, dass bei den Bescheiden immer wieder Unklarheiten auftreten. Und daher möchten wir, dass eine Dokumentation erfolgt und wir versprechen uns von einer solcher Darstellung eben häufig auftretender Konflikte, insbesondere in den Aufgabenbereichen, die in unsere Zuständigkeit, also in die kommunale Zuständigkeit fallen. Genau, versprechen wir uns hier gezielte Verbesserungen anregen zu können. Und eben dafür haben wir im Antrag auch ganz explizit den Punkt aufgenommen, dass in den zuständigen Gremien regelmäßig eine entsprechende Darstellung erfolgen soll. Das Ziel der Ombudsstelle besteht also darin, eine Verbesserung für die Leistungsberechtigten in Konfliktfällen zu erwirken, nicht zuletzt auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter zu entlasten und strukturierte Verbesserungen bei Regelungen und Verfahren in kommunaler Zuständigkeit zu verbessern. Noch eine Schlussbemerkung zu den Kosten. In etwa werden 8.000 Euro für die Landeshauptstadt Dresden fällig. Also von Kostenexplosion kann hier keineswegs die Rede sein. Ich bitte also einfach für die Zustimmung zum gemeinsamen Antrag der Fraktionen Die Linke, Die Grünen und die SPD. Vielen Dank. Herr Genschmann. Herr erster Bürgermeisterin, nochmal danke an meine Vorrednerin, die die Falschinformation von Herrn Schmählich richtig gestellt hat. Unsere Fraktion war mit meiner Person am Tisch der Sozialbürgermeisterin, Frau Dr. Kaufmann, vertreten. Auch wenn ich hingewiesen wurde, dort brauchst du nicht hingehen, es ist so ein so bloßes Wahlkampfgeplänkel der linken Seite, um ein Wahlkampfversprechen zu bedienen, bin ich dort trotz alledem mit großer Vorfreude hingegangen und konnte eigentlich erleben, dass eine hilflose rot-rot-grüne Fraktion dort Herrn Wünsche, Herrn Patzke gegenüber sitzen, die diesen Antrag, den Ursprungsantrag eigentlich in Grund und Bausch
vom Tisch gewischt hatte. Wie gesagt, das, was Frau Walter gesagt hat, können wir als Fraktion auch mitgehen, dass dieser durch den Druck dieser beiden Herren entstandenen Änderungsantrag werden wir uns am Ende auch enthalten. Aber diese Nebelbomben, die Sie den Bürger vorwerfen, könnte eigentlich jeder schon mitbekommen, wenn man das Wort Ombudsstelle mal bei Wikipedia nachschlägt. Dort steht drin, unabhängige Stelle. Die Person wird bezahlt vom Jobcenter, von der BA und von uns. Wie unabhängig diese Person arbeiten wird, das bin ich schon und meine Fraktion schon sehr gespannt. Und das ist eigentlich schon dieses Wort, zeigt eigentlich, wie verlogen dieser Antrag ist, wenn Sie die Personalstellen in dem Kundenreaktionszentrum und dadurch auch den Arbeitsintensität dieser Mitarbeiter hätten erhöhen können, hätten Sie ganz einfach gesagt, wir erweitern diese Person um eine Stelle, dann wäre das alles erfolgt. Sie haben jetzt Ihr Wort ein bisschen reingemacht, darüber haben wir ein halbes Jahr diskutiert. Wie gesagt, wir werden uns enthalten. Wie gesagt, das Ding ist nicht so besonders, wie ihr das hier vorführt, nur weil jetzt dort Ombudsstelle ist. Da ist nichts unabhängig. Wie gesagt, ihr habt ein neues Türschild in der auf der Budapester Straße, wollt ihr anschreiben. Aber wie gesagt, die Unabhängigkeit dieser Person, wie gesagt, wird sich auch nie bestätigen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Wir kommen dann. Ich will gerne noch mal das Wort ergreifen. Frau Walter, ich weiß nicht, ob so eine Ombudsstelle das Ende der bürgerlichen Freiheit ist, aber sei es drum. Ich habe versucht zu moderieren, einen Antrag, der von der Verwaltung seit Sommer positiv begleitet wurde. Ich habe dies weitergeführt. Ich habe sozusagen entsprechend der Fachmeinung dort eine Meinung vertreten und die auch begründet. Und ich sage auch hier, dass innerhalb meines Ressorts versucht wurde, sozusagen das Für und Wider entsprechend des Antrages auszutarieren und damit zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. Ich sage auch des Weiteren, dass es unterschiedliche Gesprächsrunden dann auch gab, sicherlich von der Kooperation, an denen ich nicht teilgenommen habe, aber auch Rücksprachen mit Herrn Pratzka, der übrigens der Geschäftsführer des Jobcenters ist, Frau Walter. Und dann gibt es noch die Bundesagentur und nicht die Jobagentur. Dazu zählt Herr Wünsche. Und es war eine einhellige Meinung, dass man keine Doppelstrukturen aufbauen möchte, ganz klar, aber sozusagen unterschiedliche Kommunikationswege zu vereinen, begleiten möchte, um eine Vereinfachung von Präzedenzfällen und damit eine Erleichterung für beide Seiten herbeizuführen. Ich denke, das ist eine gute Sache und ich verwehre mich, Frau Walter, nochmal hier an dieser Stelle ganz klar dafür, dass ich Sie sozusagen indirekt ausgeladen habe. Die Einladung, die Sie erhalten haben, ging an alle Ausschussmitglieder, unabhängig sozusagen ihrer politischen Ausrichtung. Und es war ein Angebot meinerseits, das Ganze nochmal auf einer sachlicheren Ebene zu diskutieren. Und Sie entscheiden heute, ob dieser Antrag positiv oder negativ beschieden ist. Wir haben versucht, sachlich zu informieren und zu vermitteln. So, diese Entscheidung würde ich jetzt gern herbeiführen, wenn ich darf. Dann Herr Schmählich, Frau Malberg. Wir werden aber den 11.12. auf jeden Fall danach noch aufrufen. No? Herr Schmählich und dann Frau Malberg. Ja, noch einige kurze Bemerkungen. Mein Gott, Walter, sage ich dann nur. Ich finde es sehr, ich meine, dass es vielleicht die Aufgabe ist von als Opposition agierenden Stadtratsfraktionen, alles, was die anderen machen, schlecht zu reden, das mag vielleicht zur Rolle gehören. Aber dass man es diskreditiert, dass man in einem Diskussionsprozess sich aufeinander zubewegt, und ich habe in meinem Wortbeitrag vorhin sehr deutlich gemacht, dass es Interessensunterschiede gab. Und Interessensunterschiede und Regierungsfähigkeit übrigens entscheidet sich auch an der Kompromissfähigkeit. Und wir sind Kompromisse eingegangen, in der Tat.
Und sie waren notwendig einzugehen, weil ein entscheidendes Ziel erreicht wurde, Frau Malberg. Sie begreifen das offensichtlich nicht. Sie sind wahrscheinlich Sprecherin der Ahnungslosigkeitsinitiative. Das ist doch manchmal grauenvoll, wie Sie Sozialpolitik im Grunde genommen für Ihre Partei vertreten. Da ist nichts Sozialpolitisches im Grunde genommen, was wirklich ernst zu nehmen ist. Und in dieser Debatte um diese Ombudsstelle haben Sie null Beiträge geleistet. Ich weiß keine konstruktiven. Und ich sage nochmal, und das Entscheidende, was uns gelungen ist, im Gegensatz zu immerhin 18 anderen Jobcentern, dort hat man diese Ombudsstellen in irgendeiner Form ausgegliedert. Dort haben freie Träger diese Rolle übernommen. Das kann zwar sein, dass die unabhängig sind, aber sie sind einflusslos. Und uns war es wichtig, dass es A, den direkten Ansprechpartner gibt im Jobcenter selber und dass damit im Grunde genommen die Anliegen genau dort erörtert werden, genau dort, wo sie auch am Ende entschieden werden können. Und deshalb ist in der Tat diese Konstruktion, die wir hier in langen Diskussionsprozessen gemeinsam gefunden haben, auch mit widerstrebenden Interessen, ist diese Konstruktion in der Tat eine, die nicht so kleingeredet werden kann, wie Sie das gerade probieren. Vielen Dank, Frau Malberg. Also das ist schon ein dicker Hund, was Sie hier bieten. Sie haben uns in den ersten Sitzungen nach Strich und Faden belogen. Sie haben uns weismachen wollen, dass Herr Pratzka und Herr Wünsche Bescheid weiß über diese Vorlage, über diesen Antrag und dass Sie damit einverstanden sind. Das war die erste Lüge. Wir sind dann ein bisschen stutzig geworden und haben gesagt, es kann eigentlich nicht sein, denn den Antrag gab es ja schon mal vor 3 Jahren. Der wurde ja von den Linken schon mal eingebracht. Nun ist es so, dass Herr Pratzka und Herr Wünsche dann in der Sitzung vertreten waren, weil wir darauf drangen, dass sie eingeladen wurden. Das hat euch ja auch nie gepasst, da war der ja auch schon sauer. Nun waren die beiden Herren da und waren entrüstet und entsetzt. So, und nun konntet ihr gar nicht anders als irgendeinen Kompromiss uns vorschlagen. Aber die Art und Weise, wie das geschehen ist, die halte ich für äußerst merkwürdig. Und Frau Kaufmann, ich weiß nicht, ob Sie sich an die Sitzung erinnern, sie war katastrophal, die Sitzung. Zum Schluss sind Sie dann noch mit Ihren Genossen raus auf den Gang gegangen und Frau Ihle hat Sie dann nach geraumer Zeit gebeten, nach langer Zeit gebeten, wieder reinzukommen, weil es einfach unmöglich war. Und wir hatten dann gefragt, sollen wir nach Hause gehen oder sollen wir noch ein bisschen mitmachen? Und da haben Sie gesagt, na, da geht's eben schneller. Also ganz so war es. Also nie so, Sie brauchen hier vorne gar nicht so rumfuchteln, Herr Schmählich. Fuchteln müssten wir. Ja. Das war ein sehr konstruktiver Vorschlag, Herr Fraktionsvorsitzender, jetzt eine Abstimmung zu machen. Ich sehe nämlich keinen mehr auf der Rednerliste. Ist ja fast überraschend. Ich komme damit zur Abstimmung in Form der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses und bitte Sie um das Handzeichen, wenn Sie dieser Beschlussempfehlung Ihre Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Bei 36 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen, 24 Enthaltungen, so angenommen. Damit war im Ergebnis die Abstimmung nicht halb so spannend wie die Diskussion. Da es zu dem nächsten Punkt aber Änderungsanträge mit einer wahrscheinlich mindestens genauso bahnbrechenden Regelungstendenz gibt und man die formale Rechtsvorschrift der Behandlung noch im alten Kalenderjahr heute sowieso nicht mehr einhalten kann, macht es keinen Sinn, mit einem anderen Regelverstoß, nämlich gegen die uns selbst gesetzten Regeln, dass wir nach 22 Uhr keinen Punkt mehr anfangen. Und mit Rücksicht darauf, dass Herr Ecke sich ja zu Hause noch ein bisschen feiern lassen möchte zum Geburtstag, schließe ich hiermit die Sitzung, wünsche einen guten, unfallfreien Nachhauseweg durch die Kälte. Schönen Abend noch.